okay, okay, sehe ich ja ein. Mäuselöcher observieren mit einer Wildkamera ist nicht besonders spannend, aber es gibt immer wieder überraschende Momente. Wieder einmal habe ich eine Wildkamera mit Nahlinse kombiniert und an einem sichtbaren Mäuseloch unter einer meiner im Garten befindlichen Hortensien aufgestellt. Naja, und wie man hier sieht, ist dort auch eine Maus zu sehen, in dem Fall eine Brandmaus. Okay, sie ist ein, nicht besonders spektakulär. Und damit es eben nicht ganz so langweilig ist, habe ich hier auch mit dem Zeitraffer die Aufnahme gemacht von dieser kleinen Brandmaus. Aber genau das macht es ja immer wieder so spannend, nicht genau zu wissen, was man diesmal wieder erwischt hat, was sich vor die Wildkameras bewegt hat. Ob das jetzt hier zum Beispiel bei mir in den Thermokompostern ist, wo sich auch immer wieder die Ratten aufgehalten haben, oder auch Vögel, die sich hier ja gerne aufhalten, weil sie hier dann doch ihre Würmer, ihre Insekten gut abgreifen können. Das ist doch genau der Kick, der kleine Kick, den wir mit Wildkameras uns auch holen können, weil wir eben nie wissen, was sich denn diesmal zuletzt vor den Wildkameras abgespielt hat, im heimischen Garten. Okay, hier ist jetzt nicht wirklich ein Luchs, ein Wolf, ein Goldschakal, ein Marderhund oder eine Wildkatze zu erwarten. Höchstens Nachbars Muschmusch. Eine eigens angeschaffte Katze, die der Vielzahl von Nagern in unseren Gärten entgegentreten soll. Und das bis jetzt durchaus sehr erfolgreich. Nein, hier wird sich gleich etwas abspielen. Das kleinste Raubtier der Welt wird sich hier gleich präsentieren. Welches das ist? Na, bleibt dran, dann werdet ihr es gleich sehen. Hast du schon mal was von dem kleinsten Raubtier der Welt gehört? Vor allen Dingen für Gärtner, Gartenbesitzer ist es ein absolutes Grauen, Wühlmäuse, Schermäuse im Garten zu haben. Denn besonders in der kalten Jahreszeit, wenn sie sich unter dem Schnee bewegen, können diese Wühlmäuse erhebliche Schäden anrichten. Bei mir setze ich Wildkameras besonders deswegen gerne ein, weil ich im Garten, im eigenen Heimischgarten erfahren möchte, welche Tiere sich aufhalten, die man so normalerweise gar nicht zu sehen bekommt. Sei es in der Nacht oder auch am Tage. Wer in seinem eigenen Garten ein bisschen wilde Ecken lässt, um Tieren, Insekten, Kleintieren einen Lebensraum zu spenden, nicht nur dem Igel, für den das natürlich ganz wichtig ist, der wird auch immer wieder Freude haben, an das kleine Wildlife Entertainment mitzunehmen, in seinem eigenen Garten erleben zu dürfen, und immer wieder kommt es vor, dass man noch eine Überraschung erlebt. Das heißt, man bekommt etwas vor die Kamera, mit dem man vielleicht gar nicht gerechnet hat. Das macht es in meinen Augen auch wirklich aus. Das ist der besondere Kick, den man allein im heimischen Garten haben kann. Und besonders hier bei den Hortensien bei mir im Garten, da freue ich mich nicht darüber, wenn hier Nager im Winter in aller Seelenruhe die Wurzeln der Pflanzen abfressen. Und deswegen habe ich hier auch mal eine Wildkamera aufgestellt, um zu dokumentieren, welche Nager, welche Mäuse sind denn hier überhaupt unterwegs. Und dabei gibt es immer wieder auch mal eine Überraschung. Nicht dramatisch, aber dennoch schön anzuschauen, ist das Rotkehlchen. Ich freue mich immer wieder darüber, wenn der kleine Farbklecks durch den Garten huscht. Natürlich nicht besonders aufregend und dramatisch, aber das soll es ja nicht gewesen sein. Schaut mal hier, wen habt ihr da erspäht? Da müsst ihr nochmal genau hinschauen. Das Mäuseloch, wer schaut da aus dem Mäuseloch? Na, zeig dich.
mit süßen kleinen Augen, einer Stupsnase, Öhrchen. So eine Wildkamera ist ein fleißiger Helfer, der bei Tag und Nacht unermüdlich für uns aufpasst und die Augen aufhält, im wahrsten Sinne des Wortes, um zu beobachten und zu dokumentieren, was sich da im eigenen Garten so abspielt. Na, wer erkennt es jetzt? Das kleinste Raubtier der Welt, ein Mauswiesel. Es huscht dir durch die Mäuselöcher und verfolgt die Mäuse und bejagt sie. Darüber freue ich mich natürlich, denn endlich ein kleiner, netter, hilfreicher Jäger, so niedlich, der auch hilft, hier der Plage der Mäuse Einhalt zu gebieten. Ganz aufmerksam schaut es sich um, das Mauswiesel. Und das ist auch gut so, nicht, dass es hier versehentlich von Muschmusch-Mäusejäger noch erwischt wird. Das wollen wir natürlich nicht. Ich bin total begeistert, dass ich das Mauswiesel mal wieder im heimischen Garten nachweisen konnte und hier so richtig schön direkt vor der Linse der Wildkamera erwischen konnte. Super! Das kleinste Raubtier der Welt ist das Mauswiesel. Und ich bin total happy darüber, dass ich genau dieses Mauswiesel offensichtlich bei mir im Garten habe. Ein ganz fleißiger Jäger. Normalerweise wird sich das Mauswiesel nicht ohne weiteres zeigen. Und dabei helfen natürlich Wildkameras, das zu dokumentieren. Ohne die Hilfe der Wildkamera hätte ich die Anwesenheit des Mauswiesels überhaupt nicht wahrgenommen. Und da haben natürlich Wildkameras einen guten Vorteil und helfen uns zu dokumentieren, was sich im heimischen Garten alles auffällt. Es ist aber nicht etwa so, dass ich das erste Mal das Mauswiesel bei mir im Garten hier gesehen bzw. dokumentiert habe mit der Hilfe der Wildkameras, sondern das hatte ich zuletzt schon mal. Und auch in der Vergangenheit ist mir das Mauswiesel schon einige Male vor die Wildkameras gekommen. Und ich habe das jetzt mal zum Anlass genommen und diese alten Aufnahmen zusammengesucht, zusammengestellt. Und die werde ich euch jetzt mal zeigen. Und es ist nicht nur das Mauswiesel dabei. So manch ein anderer Besucher des Gartens oder im Revier, der ebenfalls in die Art der Wiesel, der Marder gehört. Und das ist teilweise echt beeindruckend, was sich da so abspielt. Ich bin der Ansicht, der Raum für wilde Ecken, den hat jeder in seinem eigenen Garten. Hier bei mir zum Beispiel, hier unter einem Baum habe ich immer Gestrüpp, Geäst gesammelt. Auch aus praktischem Grunde, weil ich damit dem Baum, der da ist, ein bisschen Nährstoffe bieten wollte und auch gleichzeitig ein Stützgerüst geben wollte für den Baum, der hier bei Wind, bei Sturm immer gerne zu kippen neigt. Und natürlich ist das ein toller Lebensraum für Nager, die sich hier verstecken können. Die Muschmusch erlebe ich hier immer wieder, dass sie hier auf der Jagd ist nach Mäusen. Und mein Eindruck ist, dass vor allen Dingen auch das Angebot an Wasserstellen, um eine Tränke, die ist ein großer Vorteil, ein großer Magnet für Wildtiere als auch für Insekten. Von der Seite her, wenn ihr euer Wildlife Entertainment im Garten etwas steigern wollt, bietet eine Trinkstelle, eine Badestelle für Vögel, für Insekten und auch für Kleinsäuger mal mehr oder weniger groß. Und ich denke, auch das Mauswiesel wird sich hier ihren Durst stillen. Auch so manch ein Apfel bei mir im Garten darf noch eine Zeit lang seinen Dienst am Baum hängen fristen, um hier den Vögeln Nahrung zu bieten. Hier kann man also an diesem Apfel sehr schön sehen, der ist von allen Seiten durchlöchert. Bald wird er herunterfallen und dann nicht nur den Vögeln eine Nahrung bieten, sondern sicherlich auch den kleinen Nagern, die hier unten drunter auf dem Boden lang wetzen. Ja, natürlich, die Dokumentation von herumflitzenden Mäusen ist nicht unbedingt so unterhaltsam und deswegen stelle ich auch wieder ein paar Wildkameras draußen im Revier, im Gebüsch auf, um dann vielleicht das ein oder andere größere Tier zu erwischen und zu dokumentieren. Und nicht jeder hat das Glück, auf ein Revier zurückgreifen zu können, um dort Wildtiere zu dokumentieren. Es gibt ja auch andere Einsatzfälle für Wildkameras. Aber ich finde hier, die Dokumentation allein im heimischen Garten kann schon eine Menge Freude bereiten und bietet auch Möglichkeiten festzustellen, welche Tiere halten sich denn allein im heimischen Garten auf. Ich finde es immer wieder spannend, die Kameras einzusammeln, dann voller Spannung die Daten auszulesen, um zu schauen, was hat sich denn da wieder zuletzt abgespielt. Und immer wieder gibt es doch überraschende Momente mit Ereignissen, mit denen man nicht gerechnet hat, mit Tieren,
die man auch nicht erwartet hat. Und das ist in meinen Augen der besondere Kick, der einem doch eine Menge Spaß mit Wildkameras bereiten kann. Ich hoffe doch mal, dass das Mauswiesel hier nicht Musch-Musch-Mäusejäger zum Opfer fällt. Das würde mich echt traurig machen. Aber ansonsten ist Nachbarskatze hier wirklich schon ein ganz fleißiger Partner, um daran mitzuwirken, die Plage der Mäuse ein wenig einzudämmen. Ich werde zudem meine Bäume ein wenig sichern, mit einer Katzenabwehr, mit einem Katzengürtel versehen, damit Muschmusch sich eben nicht an den jungen Gelegen der Vögel, Jungvögeln vergreift. Und das wird nochmal eine besondere Herausforderung werden. Da lasse ich mir noch was einfallen, wie ich denn relativ einfach diese Katzengürtel realisieren kann als DIY. Nachdem ich jetzt ja den offensichtlichen Nachweis über die Anwesenheit eines Mauswiesels bei mir im Garten habe, werde ich jetzt noch aufmerksamer nach Mäuselöchern suchen, die offensichtlich noch bewohnt sind. Werde dort die ein oder andere Wildkamera aufstellen, mit Nahlinsen kombiniert, damit das Bild auch schön scharf ist. Und dann bin ich voller Spannung, was sich da eventuell noch abspielt. Ich hoffe, es gelingt mir nochmal, das Mauswiesel zu dokumentieren, zu filmen. Und vielleicht gelingt es mir sogar, ein Mauswiesel zu erwischen, das eine Maus erbeutet hat. Das ist mir vor vielen Jahren schon mal gelungen, draußen im Revier, im Gebüsch. Aber das war dann relativ schwer, wirklich deutlich zu erkennen, weil das Mauswiesel dann eben nicht direkt vor der Kamera sich aufgehalten hat, sondern ein bisschen weiter entfernt. Aber das macht es ja in meinen Augen auch wirklich aus. Einfach nur die Kamera hinhalten und schnell mal ein Ritschratsch-Foto machen, das kann jeder. Jetzt mit Geschick einen guten Ort auszuwählen, wo man eine Kamera positioniert, geschickt positioniert, also alle möglichen Einflussgrößen berücksichtigt, um dann doch tolle, beeindruckende, schöne, klare Aufnahmen zu machen. Das ist es in meinen Augen, was es ausmacht, schöne, unterhaltsame Aufnahmen zu machen. Und nicht nur Musch-Musch-Mäusejäger ist ein Jäger bei mir im Garten, sondern jetzt auch das Mauswiesel. Wem das gefallen hat und ein bisschen Unterhaltung geboten hat, der darf gerne den Kanal kostenlos abonnieren. Daumen rauf freue ich mich sowieso drüber. Und einen konstruktiven Hinweis nehme ich immer gerne mit. Und wie ich bereits angekündigt habe, werde ich euch gleich noch ein paar Aufnahmen zeigen. Zurückliegende Aufnahmen von einem Mauswiesel, von einem Hermelin. Und ab und zu ist auch ein Steinmarder dabei. Die sind ja wie Sand am Meer da. Das ist nun wirklich keine Seltenheit. Musch-Musch-Mäusejäger wird mir helfen, die Anzahl der Nager, der leidigen Nager, in dem Fall denke ich vor allen Dingen an die Wühlmäuse, zu dezimieren. Echt, Musch-Musch? Bei mir im Gewächshaus, im Foliengewächshaus, kann man deutlich sehen, dass da hinten in der Ecke auch immer wieder Tiere sich einen Weg bahnen, ein Loch hinten in der Ecke haben. Das werden Mäuse sein, vielleicht sogar Ratten. Und deswegen habe ich hier jetzt wieder eine Campag T45 mit Nahlinse plus 4 aufgestellt, um mal zu schauen, welche Nager sind das? Ja, ja, von wegen Nager. Hier, ein kleiner Zaunkönig, ein super kleiner Vogel. Auch über den bin ich ausgesprochen froh, dass der sich bei mir im Garten wohlfühlt. Und hier, wie man sehen kann, sogar quasi eine Höhle gräbt. Naja, das Holz war vorher schon verfault und jetzt klaubt er sich halt eben kleine Insekten, kleine Tierchen, Raupen, was auch immer da raus, die für ihn eine Nahrungsquelle darstellen. Und auch das ist wieder ein Beweis, es braucht halt Ecken, wo halt die Tiere auch einen Lebensraum finden. In dem Fall der frisch ausgelegte Kompost, noch nicht ganz aufgelöst. Den habe ich hier schon bereits für die kommende Saison im Garten, hier bei mir im Gewächshaus, im Foliengewächshaus verteilt, sodass jetzt über den Winter hier sich da auch noch die Mikroorganismen richtig wohlfühlen können, richtig wirken können. Und siehe da, eben auch ein Lebensraum für den super kleinen Zaunkönig. Für viele ist genau das von Interesse, sich erstmals Wildkameras zuzulegen, um die Anwesenheit von wilden Tieren im heimischen Garten zu dokumentieren, festzustellen, wer sind die nächtlichen
Unruhestifter da, wer hinterlässt da möglicherweise im Garten ein Häufchen. Und das sind meistens die Gründe, warum viele sich erstmalig eine Wildkamera zulegen. So war es bei mir übrigens auch. Bei mir war es damals halt eben verschwundene Kaninchen, die von einem auf den anderen Tag dann futsch waren. Und ich konnte dann an dem Stall im Raureif sehen, dass dort Kratzspuren waren, die eindeutig auf einen Räuber hinwiesen. Und das war der Grund, warum ich mir damals erstmalig meine erste Wildkamera zugelegt habe. Ich wollte wissen, wer ist der nächtliche Räuber da, der da bei uns bei den Haustieren räuberisch zugeschlagen hat. So kam ich zu meiner ersten Wildkamera. Für mich ist das Mauswiesel ein faszinierender kleiner Räuber. Ich bin total happy darüber, dass er hier einen Lebensraum bei mir im Garten gefunden hat. Gleichzeitig ist es natürlich auch der Nachweis dafür, der Beleg dafür, dass wir hier unwahrscheinlich viele kleine Mäuschen-Nager haben. Das ist nicht immer erfreulich, besonders Wühlmäuse haben in den vergangenen Jahren große Schäden angerichtet. Das ist immer ärgerlich, vor allen Dingen, wenn im Frühjahr dann, nachdem der Schnee weggeschmolzen ist, man sieht, dass Pflanzen, Bäume, Sträucher nur noch im Boden stecken, aber unten drunter das ganze Wurzelwerk weggefressen ist. Ach, jetzt kommt Muschmuschmäusejäger auch wieder her. Also, ich werde jetzt noch aufmerksam im Garten nach Mäuselöchern suchen, um nicht nur die Mäuse zu dokumentieren, sondern jetzt, und das ist das Spannende, nochmal das Mauswiesel zu erwischen. Da freue ich mich schon drauf. Auch hier am Thermokomposter vorm Haus scheinen die Mäuse, kleine Mäuse, sich Zugang in den Komposter verschafft zu haben. Das wäre jetzt nicht so schlimm, wenn ein paar Mäuse sich an dem Inhalt des Komposters bedienen, finde ich das gar nicht schlimm. Das ist mal so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite habe ich gerne das Laub bei mir im Garten, um es als Mulchschicht, als Schutzschicht für die Pflanzen zu haben. Und zum anderen muss man sich natürlich darüber im Klaren sein, dass das natürlich auch ein Lebensraum sein kann. Das sind Lebensräume nicht nur für die Tiere, die wir lieben und die wir gerne da haben, sondern eben auch für Nager, die uns vielleicht ein wenig Leid im Garten verschaffen. Und wie angekündigt, ein paar Aufnahmen aus dem Revier. Das ist ein Steinmarder, scheint ein junges Tier zu sein, ganz neugierig und genau an gleicher Stelle erstmalig eine Aufnahme, die mir gelungen war von einem Mauswiesel. Wer genau hinschaut, hat es hier eine Maus erbeutet. Ich nehme an, dass es eine Brandmaus war. Gleichsam hier ein Mauswiesel, das mal einmal schnell durchs Bild huscht. Ja, deutlich besser zu sehen ist dieses mit Winterkleid versehene Hermelin, das hier durchs Gebüsch springt. Und wenn ihr genau hinten hinschaut, flüchtet es auch gleich wieder. Ja, es ist immer toll, wenn solche Aufnahmen gelingen. Das ist nicht immer so. Genau wie dieses Mauswiesel hier bei mir im Garten. Und hier eine frische Aufnahme aus dem Revier an einer ganz unscheinbaren Stelle. Das macht es halt immer so spannend, eben vorher nicht zu wissen, was los ist und geschickt neue Stellen auszuwählen, wo man die Wildkamera positioniert. Macht's gut.